Hallo zusammen. Gebt zu, dass ihr irgendwann mal ein Hobby gehabt habt, das eure Freunde nicht verstanden haben. Oder ihr mochtet zum Beispiel einen Künstler, wobei eure Kumpels nicht begreifen konnten, was ihr an ihm so toll fandet. So etwas ist jedem von uns bestimmt schon mal passiert. Aber die Protagonisten unseres heutigen Videos sind in dieser Hinsicht noch weiter gegangen, denn ihre Hobbys sind beim besten Willen nicht als gewöhnlich zu bezeichnen. Das macht ihnen aber nichts aus. Heute erzählen wir euch über Leute, die keinen Wert auf die Meinung anderer legen und tun das, was ihnen gefällt. Lasst uns loslegen. Yisha. Der bloße Anblick dieser Szene verursacht Gänsehaut, nicht wahr? Die furchtlose Yisha aus dem indischen Bundesstaat Kerala, die die Frau eines Bienenzüchters ist, hat sich zu diesem verzweifelten Schritt nicht etwa aus Spaß entschlossen. Sie hat eine Maske aus mehreren hundert lebenden Bienen aufgesetzt, um die Öffentlichkeit auf deren Aussterben aufmerksam zu machen. Yishas kleiner Sohn erwies sich ebenfalls als mutig genug, sich an der Aktion zu beteiligen. Guckt mal, wie viele Bienen an der Faust des kleinen Jungen kleben. Seine Mutter meint, dass Honig ein Nahrungsmittel sei, das für alle zugänglich sein sollte. Denn die darin enthaltenen Substanzen stärken die Zähne und Knochen. Deshalb sollte sich jeder Erdbewohner mindestens um ein Bienenhaus kümmern, um diese Insekten unter anderem vor dem Aussterben zu schützen. Aber Yishas geht's nicht nur darum, das Risiko, keinen Honig mehr konsumieren zu können, zu bekämpfen. Es ist so, dass die Bienen eine sehr wichtige Rolle bei der Erhaltung natürlicher Ökosysteme spielen und ein Rückgang ihrer Population negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte. Aber wie hat Yishas es geschafft, keine Gesichtsverletzung zu erleiden? Es ist ganz einfach. Sie behauptet, dass die Honigbienen keine Menschen angreifen und man deswegen keine Angst vor ihnen haben muss. Aber man sollte derartige Experimente ohne entsprechendes Training nicht durchführen. Margaret. Und Margaret aus dem US-Bundesstaat Kentucky hat gestanden, nach Bienenstichen süchtig zu sein. Vor über 10 Jahren hat die Frau begonnen, sie als therapeutisches Mittel zur Linderung ihrer Arthritis-Schmerzen zu benutzen. Und irgendwann hat sie festgestellt, dass sich daraus eine Angewohnheit entwickelt hat. Mittlerweile lässt sich die Frau mindestens 15 Mal pro Tag von Bienen stechen, die sie selbst in ihrem Hinterhof züchtet. Einige Internetnutzer kritisierten Margaret für ihr Hobby aufs Schärfste, und zwar nicht deswegen, weil es komisch wäre. Die Umweltschützer sind aber der Meinung, dass dieses Verhalten unzulässig sei, da die Bienen vom Aussterben bedroht sind. Denn Margarets Hobby kostet, aufs ganze Jahr gerechnet, mindestens 5500 Insekten das Leben. Kusumvati. Diese Frau braucht sich keine Sorgen darüber zu machen, dass ein Großteil ihres Einkommens für Essen aufgewendet wird. Sie ist mittlerweile 80 Jahre alt und über 60 davon lebte sie, indem sie sich von Sand ernährt hat. Zum ersten Mal hat Kusumvati dieses ungewöhnliche Lebensmittel mit 15 probiert und isst es seitdem Tag ein, Tag aus. Doch der betagten Anwohnerin der Stadt Varanasi dient Sand nicht bloß als Nahrungsmittel. Laut eigener Aussage isst sie pro Tag etwa 2 Kilogramm davon. Dabei sei sie nie im Leben beim Arzt gewesen. Kusumvati behauptet, dass ihr Magen-Darm-Trakt und ihre Zähne völlig gesund wären. Einige Wissenschaftler sind übrigens der Meinung, dass es dafür eine durchaus logische Erklärung gibt. Erstens besitzen Sand und Erde Eigenschaften, die den menschlichen Körper vor manchen Toxin- und Parasitenarten schützen. Zweitens erhalten sie eine Menge Nährstoffe wie Kalzium und Eisen. Demnach sei die Idee, eine Sanddiät einzuhalten, gar nicht so verrückt, wie es auf den ersten Blick scheint. Paul Yarrow. Im Internetzeitalter kann man unter Umständen völlig grundlos bekannt werden. Und genau das ist einem ganz normalen Londoner namens Paul Yarrow passiert, der 2009 durch seine TV-Auftritte in den sozialen Medien für Wirbel gesorgt hat. Das Problem dabei war nur, dass er sich als ungeladener Gast in die Nachrichten gestellt hat. Er drängte sich nämlich jedes Mal hinter den Reporter ins Bild und sah dabei völlig gelassen aus. So war er mehrmals in den Nachrichten zu sehen, während er telefoniert hat. Paul meint, dass er über 100 Mal im Live-Fernsehen aufgetaucht wäre. Damals fanden in der britischen Hauptstadt mehrere Demonstrationen statt, unter anderem im Vorfeld des G20-Gipfels. Dem Mann sei aufgefallen, dass Reporter ihn niemals um ein Interview gebeten haben. Da beschloss Paul, auf eine andere Art und Weise ins Fernsehen zu kommen. Laut den Briten haben sich die Journalisten ihm gegenüber deswegen so verhalten, weil er nicht so wie alle anderen sei. Und mit seinem Auftritt wollte er beweisen, dass dicke Menschen gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft seien. Kevin. Bestimmt haben viele von uns als Kinder mit dem Gedanken gespielt, sich irgendetwas zu brechen und mit einem bemalten Gips wie im Film herumlaufen und ein paar Wochen zu Hause faulenzen zu können. Der US-Amerikaner Kevin ist aus dem Alter längst heraus, aber diese Idee fasziniert ihn immer noch. Der Mann hat mehrere tausend Dollar für Bandagen und Verbände ausgegeben, ohne dass er einen Knochenbruch erlitten hätte. Mit 12 wurde ihm sein erster und wohl einziger echter Gips angelegt. Und seitdem hat er eine Leidenschaft dafür entwickelt. Kevin macht keinen Hehl daraus, dass der Grund für seine Abhängigkeit nicht die Gipsverbände selbst, sondern die Aufmerksamkeit ist, die sie erregen.
zeigen. Kevin genießt nicht nur die Anteilnahme anderer Leute, sondern liebt es auch, ihnen erfundene Geschichten darüber zu erzählen, wie er sich die eine oder andere Verletzung zugezogen hätte. Kevins Freundin hat ihm bereits vor die Wahl gestellt, entweder sie oder der Gips. Aber Kevin behauptet, dass die Trennung vom Gips für ihn dasselbe wäre, wie einen seiner Arme oder Füße abschneiden zu lassen. Und es sieht so aus, als ob ihm seine Leidenschaft wichtiger wäre als die Beziehung mit seiner Freundin. Michael K. Mitchell. Der Dekorateur Michael K. Mitchell aus den USA hat über 30 Jahre lang jeden Tag einen Baseball mit einer einfachen Farbe bemalt. Und das ist das, was daraus geworden ist, nämlich eine riesige Kugel, die über eine Tonne wiegt und ihrem Besitzer einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde eingebracht hat. Ursprünglich war der Ball nur 7 cm im Durchmesser. Die erste Farbschicht wurde darauf im Jahr 1977 aufgetragen. Seitdem kam jeden Tag mindestens eine neue hinzu. Dabei musste jede weitere Schicht sich von den vorangegangenen farblich unterscheiden. Außerdem hat Michael jede neue Schicht nummeriert, um beim Zählen nicht durcheinander zu kommen. Inzwischen ist der Ball so groß geworden, dass man spezielle Halter benötigt, um ihn von der Decke hängen zu lassen. Und manchmal lockt der Ball sogar Touristen an. Viele halten diese Idee zwar für komisch, aber sie kommen trotzdem extra nach Alexandria, Indiana, um den Baseball zu bestaunen. Und einige von ihnen leisten ihren Beitrag zu Michaels Projekt, indem sie den Ball mit einer neuen Farbschicht überziehen. Christopher Sylvester. Wir alle haben gelegentlich den Wunsch, ein ganzes Wochenende im Bett zu verbringen, ohne irgendetwas zu tun. So läuft man aber Gefahr, ein paar Wochen in Folge nicht dazu zu kommen, seine Wohnung aufzuräumen. Aber dieser Bursche ist noch weiter gegangen, indem er sein Haus ganze 15 Jahre lang nicht geputzt hat. It's a functional kitchen, as you can see. It's really bad. It's bad. Seit dem Tag, an dem Christopher dieses Gebäude bezogen hat, hat er keine Reinigungsmittel mehr angefasst. Und in dem Moment, in dem ihm das Ausmaß der Katastrophe bewusst wurde, war das Desaster nicht mehr im Alleingang zu bewältigen. Deshalb haben Experten vom britischen Fernsehen Christopher beim Aufräumen seines verwahrlosten Hauses geholfen. Tamara Holland. Man sammelt alles Mögliche, von Münzen über Bonbonhüllen bis hin zu wesentlich nutzloseren Sachen. Aber Tamara hat sich für etwas Appetitlicheres entschieden, nämlich für weihnachtliche Ingwerlebkuchen. Allein in 5 Jahren hat sie 800 Gegenstände gesammelt, die auf die eine oder andere Weise in Verbindung damit stehen. Uhren, Weihnachtsbaumschmuck, Küchenutensilien und Magnete. Davon wimmelt es in Tamaras Zuhause. Man hat den Eindruck, als ob die das ganze Jahr über in Weihnachtsstimmung wäre. Aber der größte Traum der Lebkuchenfrau war, daraus ein echtes Haus zu bauen. Aber kein essbares wie die Häuschen auf Weihnachtsmärkten, sondern eines, in dem man richtig wohnen könnte. Und neulich gelang es ihr, diese Idee in die Realität umzusetzen. Seht euch nur an, wie sehr sie sich freut. Derek Nancy. Während immer mehr Menschen Vegetarier werden, beschloss dieser Mann, sich in ein anderes Extrem zu stürzen. Er isst nämlich nur rohes Fleisch. Would you like to sample our vegan bacon? 100% meatless. Yes, please. Vor 6 Jahren wurde Derek das chronische Erschöpfungssyndrom diagnostiziert und da machte er sich zum ersten Mal Gedanken über seinen Speiseplan. Es stellte sich heraus, dass viele Lebensmittel, die eigentlich als gesund gelten, für Derek aufgrund der Besonderheiten seines Verdauungssystems unzuträglich waren. Er hat Dutzende Diäten durchprobiert, bis er auf die Paleo-Ernährung gestoßen ist. Diesem Konzept liegt die Idee zugrunde, dass man sich heutzutage genauso ernähren sollte wie die Steinzeitmenschen vor Erfindung der Landwirtschaft. Sobald Derek diese Diät ausprobiert hat, ging es ihm sofort besser und seitdem ist er kein einziges Mal von seinem neuen Ernährungsplan abgewichen. Neben rohen Steaks und Innereien wie Nieren und Leber ernährt er sich auch von Blut. Cheers. Laut ihm enthält es alles für seinen Körper notwendige Elektrolyte und Mikroelemente. Dereks außergewöhnlicher Lebensstil stört ihn weder beim Umgang mit Menschen noch in seinem Alltag. Ihr werdet es nicht glauben, aber seine Freundin ist Vegetarierin, aber das scheint ihre Beziehung in keiner Weise zu beeinträchtigen. Jenny Cox. Diese Frau kennt jede Menge Spartricks. Sie geht 2-mal pro Woche in ein Sportgeschäft, um dort Indoor-Cycling zu machen. Jenny möchte nämlich keine Unsummen für ein Abonnement in Fitnessstudio ausgeben. Und das ist nachvollziehbar, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles. Sie hat in ihren WC-Spülkasten 2 schwere Backsteine gelegt, um Wasser bei der Toilettenspülung zu sparen. This is my toilet. Water displacement. Dasselbe gilt für ihren Pool. Um sein Fassungsvermögen zu verringern, hat Jenny auf dessen Boden Behälter voller Sand platziert. Aber damit ist die Liste ihrer Pooltricks noch nicht zu Ende. Sie lässt nämlich ihre Kinder darin immer ihre schmutzigen Klamotten waschen, denn das Poolwasser enthält die gleichen Chemikalien wie Waschmittel. Den Pool selbst reinigt Jenny übrigens auch alleine, indem sie Speisesoda da reinschüttet.
denn es ist nicht weniger effektiv als moderne Reinigungsmittel, so Jenny. Psst, Leute, Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!